Was ich persönlich schön finde, ist, dass man nicht in so einer Blase landet, in der man nur unter seinesgleichen ist, sondern dass man wirklich mit der realen Welt und den Problemen von realen Menschen konfrontiert ist. Und das ist etwas sehr Schönes. Mein Name ist Hannah Muthi, ich bin Assistenzärztin hier an der Uniklinik Dresden und wir sind jetzt hier gerade auf der chirurgischen Intensivstation. Der Tag beginnt mit der Übergabe vom Nachtdienst an den Tagdienst von 6 bis 6:30 Uhr ungefähr. Dann bespricht man einmal alle Patienten. Ich kenne die Patienten jetzt noch gar nicht. Ich war ja gestern und die Tage vorher nicht hier. Dann kommt eine kurze Visite mit unserem Stationsoberarzt. Dann gibt es die Physiotherapie. Mit denen sprechen wir uns immer einmal morgens ab, wer alles Physiotherapie bekommen kann, inwieweit man die Patienten mobilisieren kann und so. Dann kommen Visiten mit den jeweiligen behandelnden Abteilungen. Also wir operieren die Patienten hier nicht, wir betreuen die. Die Behandler letztendlich sind die chirurgischen Abteilungen, die Neurochirurgen, die Unfallchirurgen, die Bauchchirurgen und so weiter. Meine Aufgabe ist meistens, die Patienten vorzustellen. Manchmal gibt es halt offene Fragen, die wir jetzt haben zum Prozedere. Und manchmal haben die dann neue Infos. Was ist der Plan? Wie geht's weiter? Wann können die Patienten vielleicht auf Normalstation? Muss man einen Eingriff nochmal wiederholen? Gibt es irgendeine Komplikation? Wenn ja, was macht man? Und so weiter. Das spricht man dann alles mit denen ab. Beschreib doch mal deinen Werdegang. Also ich habe irgendwann Abi gemacht und dann wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Und dann habe ich Praktikum im Bereich Immobilienwirtschaft gemacht, habe was mit Psychologie gemacht und dann halt irgendwann im Krankenhaus. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und irgendwie fand ich das eine sinnvolle Tätigkeit. Und dann habe ich Medizin studiert. Während des Studiums habe ich mit meiner Doktorarbeit angefangen. Die habe ich gemacht in einer Arbeitsgruppe für so KI-gestützte Bildanalyse in der Medizin. Und mein Doktorvater aus Aachen ist jetzt hier seit letztem Jahr Professor für klinische künstliche Intelligenz. Und dann bin ich mitgekommen. Und jetzt bin ich hier und mache hier nebenher meine Facharztausbildung. Man kann ja, wenn man Medizin studiert, überlegen, was man damit macht am Ende des Studiums. Die meisten werden Arzt. Eine andere Option ist, in die Forschung zu gehen. Man möchte natürlich klinisch anwendbare Forschung machen. Und dafür ist es halt ein sehr großer Vorteil, wenn man wirklich forschende Ärztinnen und Ärzte hat, die aktiv in der Klinik tätig sind, die die alltäglichen Probleme kennen, die die offenen Fragen kennen und Forschung machen können, die letztendlich den Patienten oder den Patientinnen wirklich zugutekommt. Und das mache ich. Was steht heute bei dir an? Wie ist so der Tagesablauf? Irgendwann im Laufe des Vormittags geht man dann nochmal alle Laborwerte und guckt, ob man da irgendwas verbessern kann. Dann einer muss mal ins CT, einer muss mal in irgendeine Intervention, einer muss in den OP, einen muss man aus dem OP holen oder so. Also was halt gerade so ist. Und ich muss die Patienten jeden Tag einmal untersuchen. Bei wachen Patienten ist es natürlich einfacher zu gucken, geht es denen gut oder nicht. Wenn die in Narkose sind, dann hat man ja nur diese Untersuchung und irgendwie so Laborwerte. Und deswegen muss man sich einmal so einen Überblick verschaffen. Ich schaue immer einmal in die Pupillen, gucke, ob von der Gehirnfunktion, sag ich jetzt mal, alles okay ist. Dann höre ich einmal auf das Herz und auf die Lunge. Hör und fühl einmal auf den Bauch, dann gucke ich mir die Beine einmal an, um zu gucken, ob es irgendwie Wassereinlagerung gibt. Das gibt einem dann so einen Hinweis darauf, ob die Blutzirkulation richtig funktioniert. Hier wurden die Patienten ja meistens vor kurzem operiert und dann schaue ich immer noch mal auf alle Drainagen und so weiter. Ne? Da muss man immer gucken, was für eine OP haben die Leute und was ist wichtig, was kann schief gehen. Mir ist wichtig, dass der Patient oder die Patientin sich wohlfühlt. Das bedeutet ja für jeden irgendwie was anderes. Ich bemühe mich immer, so viel wie möglich zu kommunizieren und zu erzählen, damit irgendwie keine offenen Fragen im Kopf bleiben oder so. Und ansonsten ist es vermutlich, also denke ich mal, ist es wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, dass man auf sie und ihre Bedürfnisse eingeht. Jetzt schreibe ich für alle einmal auf, was für Befunde ich jetzt erhoben habe bei der Untersuchung. Einige bleiben nur ein paar Tage, einige bleiben Wochen bis Monate, damit man dann auch nachlesen kann, wie
hat sich der Patient entwickelt? Ist es eher besser geworden oder schlechter geworden als am Anfang? Ist er wacher oder weniger wach als am Anfang? Was wünschst du dir für die Zukunft der Medizin? Ich wünsche mir ein effizienteres Gesundheitssystem. Aktuell wird viel durch Fleiß kompensiert, was man meiner Meinung nach effizienter gestalten könnte. Also viele Dokumentationsprozesse, da gehen Informationen verloren und man könnte aus dieser Information viel mehr machen. Es gibt ja verschiedene Softwares, die man so nutzt, ne, im klinischen Alltag. Und ich glaube, man kann viel verbessern mit anderen Darstellungsmethoden. Und das ist, glaube ich, was ich ändern sollte, dass man einfacheren Zugriff auf Informationen hat und die gut nutzen kann. Und damit meine ich nicht nur jetzt generell die Verfügbarkeit, sondern auch speziell die Anwendungen, die man tagtäglich nutzt. Deine Arbeit mitbringen. Man muss sich gut organisieren können. Ich finde, einem muss der Kontakt zu Menschen einfach fallen. Geht natürlich nicht für jede Fachrichtung. Es gibt auch Fachrichtungen, da kommt man nicht mit vielen Menschen in Kontakt. Aber ich persönlich finde das schon wichtig. Man muss richtig motiviert sein, immer was Neues zu lernen. Das finde ich das Wichtigste. Wenn man mit irgendwas anfängt, also ich bin ja noch relativ jung jetzt, dann ist man ja ständig mit irgendwas überfordert. Man kann eigentlich immer dann Leute dazu rufen, wenn man jetzt irgendwie nicht weiter weiß oder irgendwie gerade Hilfe braucht, Unterstützung. Und meistens klappt das dann auch gut. Nur das ist das Wichtigste, irgendwie im Team arbeitet es immer einfacher. Du hattest ja schon gesagt, dass deine Forschung so ein Stück weit on top zu der Arbeit auf der Station ist. Wie schaffst du das? Das ist nicht immer leicht, aber wir haben hier natürlich den Vorteil, mein klinischer Arbeitsplatz und mein Forschungsarbeitsplatz sind sehr nah beieinander. Hinzu kommt, ich arbeite im Schichtdienst, wir haben auf Station zwei Schichtsystemen. Eine Schicht dauert länger als ein normaler Arbeitstag von 8,5 Stunden, aber man hat dafür mehr freie Tage im Monat. Und ich arbeite in einer Abteilung, die Forschung neben der Klinik wirklich sehr unterstützt. Los? Ich muss in die Umgebung. Klinikalltag läuft nicht jeden Tag gleich ab. Letztes Mal musste ich relativ unerwartet ein paar Patiententransporte in externe Krankenhäuser begleiten. Und heute bin ich nicht unterwegs in der Klinik, sondern unterwegs in der Forschung, was ich neben meiner klinischen Tätigkeit her mache. Ich arbeite am Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für digitale Gesundheit und bin dort in Forschung zum Thema klinische künstliche Intelligenz tätig. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich forsche hier in einer Arbeitsgruppe für klinische Anwendung von künstlicher Intelligenz. Wir machen KI-gestützte Bildanalyse von Krebserkrankungen. Wenn man operiert wird, dann wird dieser Krebs rausgenommen in der OP. Und dann geht er in die Pathologie, wird dort aufgearbeitet, gefärbt, ganz dünn geschnitten und unter Mikroskop angeschaut. So machen Pathologinnen und Pathologen ihre Diagnosen. Diese Gewebeschnitte auf Objektträgern kann man einscannen, dann hat man da auch ein Bild. Und anhand dieser Bilder versuchen wir hier Vorhersagen zu treffen, zum Beispiel zum Vorhandensein von irgendwelchen Mutationen, die man eventuell therapieren kann, das nennt sich dann Biomarker-Vorhersage, oder dem Metastasenstatus, also ob der Krebs schon gestreut hat oder nicht. Was ist denn da jetzt genau zu sehen? Das ist ein Stück von der Magenwand. Und so eine normale Organwand hat eigentlich immer drei Schichtungen. Die sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht so gut, was schon mal ein Zeichen dafür ist, dass hier irgendwas nicht stimmt. Dieses, was man hier so dunkel sieht, das ist Tumor, ne? Und hier sieht man, wie dieser Tumor irgendwie entstanden ist in der Magenschleimhaut und jetzt langsam in die Tiefe des Gewebes hineinwächst. Letztendlich hat man so ein Bild. Zu diesem Bild hat man Informationen. Das nennt man dann Label. Wir zeigen dem KI-Modell ja nicht nur ein Bild mit Label, sondern ganz, ganz viele, im Optimalfall Hunderte oder Tausende. Und dann letztendlich schaut sich das Modell das Bild und diese dazugehörige Information an und versucht daraus Muster zu erkennen,
Für diejenigen, die nach einer sehr umfangreichen Operation bei uns auf die Station kommen, die profitieren natürlich davon, wenn man die Prognose der Erkrankung abschätzen könnte oder wenn man irgendwann vorhersagen könnte, welcher Therapiepfad der richtige wäre für das Individuum, was dann da letztendlich vor einem sitzt und eine Krebserkrankung hat und Hilfe braucht. Das ist das, worauf wir hinarbeiten. Es gibt Laborverfahren, die benutzt man seit Jahrzehnten. Im Vergleich dazu ist KI irgendwie noch ein Baby, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich es relativ schwierig, jetzt zu sagen, wofür man das in Zukunft benutzt oder nicht. Vor allem, weil das Feld sich so rapide verändert. Trifft eine KI eine Entscheidung oder wie verhält sich der Mediziner, die Medizinerin und die KI zueinander? Wir haben in der Klinik eine KI, die sich Röntgenbilder vom Brustkorb anschaut. Dann hat man das Bild und die Einschätzung von der KI. Entweder die KI und ich sind uns einig, das Bild ist unauffällig, oder die KI und ich sind uns einig, das Bild ist auffällig, es gibt ein Problem, oder ich sehe kein Problem, die KI sieht aber eins und dann schaue ich einfach nochmal genauer hin. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass letztendlich die Entscheidungen immer beim ärztlichen Personal bleiben. Aber man kann anhand einer KI sich vielleicht die Fälle, in denen man selber vielleicht noch Hilfe gebraucht hätte, einfach genauer anschauen. Und das ist eigentlich die wahrscheinlichste Weise, im Rahmen derer man letztendlich KI im klinischen Alltag nutzen kann. Es gibt auch mittlerweile Kliniken, die KI-gestützte Risikoscores haben. So auf Intensivstationen oder so benutzt man dann KI, die sich verschiedene Informationen eines Patienten oder einer Patientin anschaut und daraus einen Risikoscore errechnet, wie gefährdet ist der Patient oder die Patientin gerade, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist jetzt schon Realität. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wofür man KI letztendlich nutzen kann, nämlich um Aufgaben zu übernehmen, die man mit menschlichen Fähigkeiten nicht erledigen kann. Und ich denke, das ist etwas, wofür wir KI in Zukunft gut nutzen können. So, mein Arbeitstag ist fast zu Ende. Ich setze mich jetzt noch mit einer Kollegin zusammen und bespreche so ein paar Projekte zum Thema Biomarker-Vorhersage im Magenkarzinom. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen guten Einblick geben in mein Arbeitsleben. Und in dem Sinne, bis demnächst.